ich bin Rechtsanwalt Jochen Misch und begrüße einen lieben Kollegen Alex Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Alex, ich habe gelesen, Tagesschau, die Deutsche Bank streicht Tausende von Stellen, 7000 sollen sein, mehr als erwartet, aber 90.000 bleiben, 97.000 waren es jetzt oder sind es jetzt. Wie siehst du das, wie schätzt du das ein? Gut, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob sich dieser Stellenabbau ausschließlich auf Deutschland bezieht oder in welchem Maße er sich auf Deutschland bezieht. Aber das ist sicherlich so, dass für die Arbeitnehmer jetzt da relativ turbulente Zeiten anbrechen werden, wenn man sagt von 97.000, 7.000, also das ist, ich kann mal schlecht rechnen, ja, das ist knapp 10% vielleicht, das ist doch eine ganze Menge. Und wenn dann so eine Bewegung in einem Unternehmen ist, dann entsteht natürlich eine totale Unruhe. Arbeitnehmer, die bisher gut zusammengearbeitet haben, werden plötzlich zu Konkurrenten. Ja. Also ich denke, das wird man merken im Unternehmen. Ja, gelesen habe ich das aus dem Trading im Aktienverkauf im Bereich, da wird eigentlich die Deutsche Bank umgebaut, da sollen 25% der Stellen wegfallen, also das heißt, es könnte sich bei den anderen Stellen ein bisschen relativieren, ja. Aber natürlich trotzdem, es ist schon eine Meldung, die für den Geist des Unternehmens fatale Folgen hat, denke ich mal. Ne? Ja, für die Belegschaft auf jeden Fall, ne? Es ist ja immer die Frage, wie weit das Arbeitgeber dann mit Kündigung machen. Meistens entsteht ja schon im Vorfeld enormer Druck, Aufhebungsverträge zu schließen. Da muss man immer sagen, wer da unterschrieben hat, kommt da nicht mehr raus. Das heißt, unbedingt vorher beraten lassen, bevor man eine Unterschrift setzt oder so. Viele werden auch sagen, jetzt wo der Markt noch relativ gut ist, so suche ich mir mal selber eine neue Stelle. Ne? Ich gehe woanders hin, bevor ich mich kündigen lasse. Ja. Denn ich glaube, jede Kündigung ist auch eine schwierige Situation für einen Arbeitnehmer. Ja. Das ist so schon Demütigung, die er da erlebt, und wenn ich aus freien Stücken neuen Arbeitgeber mehr suchen kann, ich denke, mein Teil der Mitarbeiter wird die Flucht ergreifen und selber. Ja, kann ich gar nicht einschätzen. Ich sage, die Flucht ergreifen, haben wir kein Problem, brauchen auch letztendlich keine Arbeitsrechtler, die mit was können. Man muss halt nur mal aufpassen, wenn man so eine Aufhebungsvereinbarung unterzeichnet, kann man sich schnell verrechnen, was wirklich den wirtschaftlichen Vorteil betrifft. Ja. Also du redest jetzt von der Variante, wo man sagt, okay, ich kündige nicht selber, sondern ich glaube gar nicht, dass so viele selber kündigen, sondern die wollen auch ein bisschen was mitnehmen. Also würde ich bei so großen Unternehmen immer machen. Okay. Ja. Man will eine schöne Abfindung mitnehmen, würde ich immer denken. Ja. Ja. Zumal das sicher, das jetzt kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber ich glaube, dieses Problem, was die Deutsche Bank hier hat, haben ja andere Banken schon länger und werden auch andere Banken behalten. Gerade in den Bereichen kann halt vieles heute der Computer selber. Ja? Also du musst halt in solchen Bereichen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass es auf dem Arbeitsmarkt immer enger wird. Und da will man sich natürlich vielleicht schon ein kleines Polster mitnehmen. Also ich sage ja immer, Kündigungsschutz hat man ja nicht umsonst. Ich sage immer, den, gerade als Banker, und guck mal besonders aufs Geld, den kann man ja auch zu Geld machen. Ja? Okay. Aber man muss es natürlich geschickt machen und da, was rätst du denn den Arbeitnehmern der Deutschen Bank? Sich einfach beraten zu lassen, bevor man unterschreibt. Seriöse Angebote haben Zeit, das heißt, man kann eine Beratung immer bei einem Fachanwalt für Arbeitsrecht in Anspruch nehmen, kann sich sagen lassen, was das bedeutet, kann sich sagen lassen, wie man das noch verbessern kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit den Arbeitgebern rede, kriege ich in der Regel sofort ein besseres Angebot, als es der Arbeitnehmer gekriegt hat. Ja, weil die Arbeitgeber natürlich versuchen, billig rauszukommen aus der Schicht. Denkst du, dass es zu Kündigung kommen wird oder man versucht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es ist ja, man kann ja viel über Geld machen, ja, und ein Geldhaus weiß ja mit Geld umzugehen, ob die Kündigung aussprechen, kann ich absolut nicht sagen. Aber wenn es zu Kündigung kommt, dann ist es natürlich so, dann hat man 3 Wochen Zeit für eine Kündigungsschutzklage. Man sollte aber nicht die 3 Wochen warten, sondern, haben wir ja schon öfter gesagt, sollte sofort am selben Tag den Anwalt anrufen, weil man eine Kündigung auch unter Umständen aus formalen Gründen noch angehen kann. Das muss man aber sofort machen. Ja, okay. Ja, wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ja, wir bleiben dran. Wir sind in Berlin, wir gucken mal, was hier in Berlin passiert. Sind ja auch viele Filialen der Deutschen Bank, und ich weiß nicht, ob es auch die Postbank betreffen wird und die anderen.
Kann ich nicht sagen. Kann ich im Moment nicht sagen. Gucken wir uns die an. Die gehören ja auch alle zum Deutsche Bankkonzern, ne? Genau, gucken wir uns an. Da kennst du dich besser mit aus, mit den Verflechtungen. Also ich hatte gedacht, wir sprechen heute drüber, weil ja auch dein Thema so ein bisschen Geld ist. Ja. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben und dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen genauer sagen können, als das, was wir jetzt hier auf Tagesschau.de gesehen haben. Das war nur so die erste Schreckensmeldung von heute wahrscheinlich. Ne? Okay, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.